Moin Moin Freunde, willkommen auf dem Secrets Kanal, willkommen zu diesem Replay. Ultima Ratio hat sich zusammengetan, um dem Feinde das Fürchten zu lernen. Das werden wir in diesem Replay zeigen. War ein Zufallsgefecht auf der Karte zwei Brüder. Seaside George und seine Kameraden haben hier die Missouri ausgeführt und machen sich jetzt schon auf den Weg. Hier die Kapitänskills und Schiffsmodule. Geskillt wurden präventive Maßnahmen, Elite-Schütze, Inspekteur, die Schießgrundausbildung oder erweiterte Schießgrundausbildung sowie die Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Präventive Maßnahmen ist klar, um die Überlebensfähigkeit der Artillerie und der Module zu erhöhen. Elite-Schütze ist Turmdrehzeit, werde ich jetzt persönlich auf der Missouri nicht geskillt. Inspekteur, um einfach noch ein bisschen mehr Fähigkeiten bei der Reparaturmannschaft und beim Radar zu haben. Schießgrundausbildung oder erweiterte Schießgrundausbildung ist sekundär und automatisch natürlich, was bei der Missouri Pflicht ist, die Luftabwehr zu verbessern über Grundlagen der Überlebensfähigkeit, ist ja auch klar, da die Missouri jetzt nicht unbedingt immer so viel aushält und als Schlachtschiff ist es immer ganz gut, wenn die Brände und der Wassereinbruch und so weiter nicht so lange laufen. Dann als Module im Schiff eingebaut, Hilfsbewaffnungsmodifikation 1, Schadensbegrenzungssystem Mod 1, Flakbewaffnungsmodifikation 2, um die Flakreichweite und den Schaden zu erhöhen, Schadensbegrenzungssystem Modifikation 2, Zielerfassungssystem Modifikation 1, um Torpedos früher aufzuklären zum Beispiel, und den Artillerie-Flotterraum Modifikation 2. So, wir befinden uns auf dem Weg zu D, der Großteil des Teams fährt darüber. Dann wollen wir doch mal gucken, was hier gleich am Anfang gelingt. Da geht eine Mogami auf, die Mumpeln sind raus. Ah, da ist ein bisschen was am Felsen kleben geblieben. Drei Mumpeln kommen durch, die kommen gar nicht schlecht. Jo, und gleich eine Zitadelle. Da ist die Mogami wach. Oh, Team drängt in D rein. A wird links liegen gelassen. In der Mitte fährt eine Neptune durch. Man kann gut sehen, die Kommunikation im Team stimmt. Es gibt ja durchaus auch Zufallsgefechte, da läuft das nicht so. So, da wird der Mogami nochmal hinten reingeheizt. Bringt das noch was? Da fallen die Mumpeln runter. Jo, und nochmal 4,5. Not bad. So, die Iowa sieht sich einem riesen Torpteppich gegenüber. Also riesig vielleicht nicht, aber doch schon ein deutlicher. Eine Iowa, eine Yamato steht da noch. Er platziert sich ganz gut, sodass er so um die Ecke luschern kann. Mal gucken, was er auf der Iowa da verursacht. Da geht die Mogami weg. Ist eine Deckung. Und da geht es nochmal. Und die Torps laufen kurz vor der Iowa aus. Okay. Jo. Da ist die Yamato, die jetzt Breitseite fährt. Ein sehr, sehr gutes Ziel. Sollte eigentlich ganz gut klappen. Oder die Mogami. Ich glaube lieber die Mogami, ne? Raus. Kann man die Mogami... Ah, jetzt geht sie zu. Zerstörer in B... in D. Die Shima. Team fokussiert schon. Gelaufen zur nächsten. Team Grün führt mit 416 Punkten zu 396. Also eigentlich gar nicht. Keine große Führung, nichts Besonderes. Ah, zu kurz geschossen. Schade. Die kam nicht schlecht. Die Mogami wäre bestimmt schon raus. Und da ist sie weg. Da hat Team Rot das erste Schiff verloren. First Blood. Erstes Blut durch Artilleriematt von Team Grün. So. Hier wird weiter in D reingepusht, nachdem er hier erst die Stellung ein bisschen hielt und sich einen Überblick zu verschaffen. Gibt es nochmal neue Mumpeln für die Yamato. Und nochmal 6,5. Der Pferd tastet sich langsam vor. Team Rot pusht über B relativ stark. Da hat Team Grün schon einiges zu tun, um hinten noch B zu sichern.
über A pushen sie natürlich und pushen in Richtung B jetzt. So. Die Iowa gibt nicht nochmal Beschuss für 2700 und ein bisschen. So. Torpedobomber, was macht der? Wir haben ja gesehen, dass hier Flugabwehr geskillt wurde. Die Iowa rächt sich, trifft ganz gut. Kriegt nochmal was hinterhergeworfen. Der Torpedobomber will die Missouri angreifen. Das wird aber eng, oder? Erster Bomber abgeschossen. Zweiter Bomber abgeschossen. Da kommt ihm jemand zur Hilfe. Super. Auf geht's. Die Attacke kann losgeritten werden hier. Die Essex ist offen. First Target Essex. Zehntausend. Bisschen zu weit vorgehalten. Sehr eindrucksvoll, wie sein Co-Pilot vom Clan seine Essex hier seine Flieger für eine Essex parat hatte, um ihn dabei zu unterstützen, auch nicht noch ein Torp im Wasser zu haben. Die Missouri stand zu dem Zeitpunkt, von daher wären Ausweichen ziemlich schwierig geworden. Auch wenn der Torpedoschutz der Missouri nicht so schlecht ist. Schaden sollte man trotzdem vermeiden, wo es vermeidbar ist. So, Radar on. Noch ein Flieger abgeschossen, welch noch immer. So, er tastet sich wieder vor. Spielt den Aufklärer für sein Team. Radar on für die Yugumo. Und die Shimakaze pushen auch vor. So, bei der Yamato muss jetzt aber klappern. Die fährt so schön. Alles ins Wasser, unglaublich. Air and Jesus. Und dann kriegt die Iowa nochmal einen Gruß von hinten. Und da kommt der nächste Bomber. Aber nur noch ein einzelner. Der ist jetzt Geschichte. Da sollte man nicht lang fliegen, denn da Missouri. Jede Missouri hat eine gute Flugabwehr. Das ist eigentlich spielmäßig bekannt. So. Es wird C gepusht. Die Zerstörer haben aufgeklärt. Und er zieht mit seinem Schlachtschiff nach. Ist auch unter Beschuss. Aber er macht das bis jetzt ganz gut. Oder die anderen Spieler so schlecht. Und die Essex nochmal leicht getroffen, aber halt auch nicht mehr optimal. So. C hat er gleich gekappt. So, jetzt sieht das doch schon wieder ein bisschen besser aus von den Cap-Points her. Team Grün liegt inzwischen deutlich zurück. Inzwischen 230 Punkte Rückstand. Da Team Rot auf der, bei seiner Offensive über A und B doch eine ganze Ecke von den Verbündeten zerstören konnte. Wichtig wäre jetzt, die Essex rauszunehmen. Gelingt ihm nicht. Oh, die Yugumo pusht zu A. Die Neptune, die Shimakaze. Die Shimakaze bleibt ein bisschen weit zurück. Nachdem C erobert ist, müssen jetzt hier weitere Argumente gesetzt werden. Er orientiert sich jetzt raus aus dem Inselschutz. Da ist eine Yamato und eine Iowa, die ihn dann voll beschießen können, plus den Flugzeugträger. Da kommen die ersten Bomber schon an. Geht das gut? Die Sekundär der Yamato kann schon schießen. Und die Hauptgeschütze werden auch abgefeuert. Er fährt Breitseite zu einer Yamato.
oder gut getroffen. Und die Bomber sind auch schon alle da. Abdrehen, 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 abdrehen. Da ist die Iowa. Die Geschütze sind fast fertig geladen und ausgerichtet. Und er will der Iowa eine verpetten. Da sind die Mumpen in der Luft. 10.000. 9.000. Da kommt die Antwort. 16.000 von der Iowa kassiert. War es das Risiko wert? Und da ist eine Missouri, die C wieder zurückhaben möchte. So, hier muss jetzt eine vernünftige Aktion her, sonst wird dieses Spiel verloren. Inzwischen schon über 300 Punkte Rückstand. Die Missouri hat zu kämpfen. Da sind Torpedos. Daher die Breitseite. Und gelingt ihm ein Schuss. Jo, Doppelzitadelle und raus. Das nenne ich mal einen richtig guten Abschuss. Jetzt ist noch die Iowa dran. Zweimal verteidigt. C wurde verteidigt. D wird gerade gecapped. Und kann er die Iowa jetzt rausnehmen? Jo. Sehr schön. Zwei Kills. Innerhalb kürzester Zeit ist der Rückstand jetzt auch nur noch 210 Punkte anstatt 320. Sieht jetzt wieder ein bisschen machbarer aus, auch wenn die Chancen immer noch nicht gigantisch sind. Die Yamato da hinten ist irgendwie fernab von allem. Was lebt denn bei Team Grün noch? Kuhfürst, ne Yamato, ne Missouri, ne Yugumo und die Shimakaze. Die Shimakaze kümmert sich um den Flugzeugträger und die Yamato. Und er muss jetzt hier durch den Kanal. Auf der Gegnerseite wird durch die Yugumo die Neptune aufgeklärt. Und hier fährt die Shimakaze in Richtung B, anstatt C zu cappen. Was ist die nächste Aktion? Die Shimakaze orientiert sich wieder zu C zurück. Und die Neptune, kriegt er die noch? Sie wollte, aber konnte nicht, weil der Felsen im Weg war. Da sind Torps im Kanal. Oh. Alter Schalter, hat er ein Glück. Hat er ein Glück oder was? Dass er da durchkommt. Er hat noch 48.000 Trefferpunkte. 132.000 Damage sind schon ausgeworfen. Jetzt ist er von Fliegern entdeckt. So, die Yugumo versteckt sich. Die Yugumo braucht quasi die Hilfe der Missouri, um die Neptune zu vernichten. Und die dreht auch noch perfekt rein. Mumpeln sind raus. Yep. Das ist die Eroberung von B. Das hat perfekt geholfen. Die Yugumo bedankt sich. Und jetzt sieht es schon. Sah es besser aus. Da sind nochmal Torps. Ah. Oh. Also ihr könnt gesagt, einer trifft. Hat er Schwein gehabt. Durch die Ruderanlage durch. Na, sowas braucht man auch. 13 Sekunden.
ist B erobert, dann hat Team Grün 3 Cap Points und inzwischen haben sie auch die Führung übernommen. Das war ein relativ deutlicher Rückstand und der war jetzt nicht schlecht gedreht. Inzwischen schon 3 Kills für Seaside George. Interessant ist auch immer zu beobachten, wie die Kommunikation hier im Team stattfindet. Auch clanübergreifend. Finde ich ganz hervorragend. Das hat hier sicher, war hier sicherlich einer der Schlüssel zum Erfolg. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie es auf der Gegenseite aussah. Aber hier konnte man sehr, sehr gut sehen, was die Stärken der Mystery sind. Eine geringe Ruderstellzeit, eine gute Wendigkeit, eine sehr hohe Schnelligkeit. Die Türme vernünftig eingesetzt, machen auch vernünftigen Schaden. Und für den Flugzeugträger ist die Mystery No-Go. Normal geskillt. Dann ganz besonders die Radarsituation ist also auch für Zerstörer ein Riesenproblem, weil das Radar über 9 Kilometer weit aufklären kann. Nagelt mich nicht fest, 9,5, wenn ich mich recht entsinne. Für 30, jetzt sieht man gerade für 33 Sekunden bei seiner Skillung hier. Er ist dann natürlich auch sehr, sehr gut. Er verlangsamt hier etwas, um erstmal zu gucken, wie die Schlachtschiffe positioniert sind. Ein Schlachtschiff erobert C. Die Yamato versucht A zu erobern. Jetzt kriegt die Iowa noch mal ein paar Postkartengrüße in Form von AP-Shells. Die kommen nicht schlecht. Jo, nochmal 22.000 mit einer Zitadelle. Das hat geklappert. Die hat doch gerade in eine ganz andere Richtung geguckt. Überraschend. Ah, die ging daneben. Egal. Unter normalen Umständen könnte es reichen, wenn jetzt nicht noch einer vom Team Grün stirbt, könnte es reichen, um dieses Spiel dann doch noch zu wenden. Jetzt ist er entdeckt. Die Kanonentürme sind ready. Ja, die Iowa verlangsamt. Da kommt was davon an. Ja, ein bisschen was, aber nicht viel. 4.500. 279 Trefferpunkte. Und die Iowa überlebt damit noch. 5 Sekunden, dann ist sie erobert. Er wehrt sich nach Leibeskräften, die Iowa. Der Winkel war aber ungünstig. Und das müsste jetzt locker reichen, um die Iowa rauszunehmen. Das ist dann das vierte Schiff, welches er auf den Meeresboden schickt. ...985 Punkte. Eine eindrucksvolle Runde für mein Empfinden. Die Mystery ist ein wunderbares Schiff. In den richtigen Händen. Ein verheerendes Schlachtschiff, was enorm viel Spaß macht und enorm viel Silber bringen kann. Wir sehen hier nochmal die komplette Übersicht. 4 Schiffe, 5 Zitadellen, verteidigt, 2 erobert, Eroberung unterstützt. 3.363 Basis-EP-Punkte. Der Hammer. Ultima Ratio hat hier echt einen tollen Beitrag geleistet, um diese Runde zu gewinnen. Hier ist die Schadensverteilung. Und mir bleibt nur noch herzlichen Dank zu sagen, dass ihr dabei wart, diese Runde zu bestaunen. Und wir sagen einfach, bis zum nächsten Mal. Vergesst das Liken, das Teilen und das Abonnieren nicht. Bis dann, euer Maracha. Ciao.